Ich möchte jetzt die Methanisierungsreaktion durchführen. Dazu habe ich die Apparatur an der Weißwandtafel aufgebaut und erkläre mal ganz kurz, worum es sich bei dem Aufbau handelt. Ich habe zwei 100 Milliliter Spritzen. Die sind verbunden über jeweils zwei, drei Wegehähne mit diesem Quarzrohr. Und in dem Quarzrohr befindet sich der Katalysator, das ist Nickel, auf einem Trägermaterial aufgebracht. Links und rechts davon habe ich in die Silikonschläuche ein bisschen Vatismopapier eingebracht. Und hier sehen Sie einen Thermofühler, der ragt bis kurz vor den Katalysator in das Quarzglas, sodass ich die Temperatur, die in diesem Quarzglas am Katalysator herrscht, dort an der Großanzeige ablesen kann. Das ist mit dem KESI-System so eingestellt. Ich habe zunächst, und hier noch eine zweite Probe genauso gefüllt, eine 120 Milliliter Spritze mit dem entsprechenden Gemisch 80% Wasserstoff, 20% Kohlendioxid befüllt, habe aus der Spritze 20 Milliliter dieses Eduktgemisches entnommen, damit wir nachher eine Probe für die Untersuchung haben, und habe 100 Milliliter jetzt hier eingefüllt in das System und werde jetzt vorweg mal eine Dichtigkeitsprüfung machen, indem ich an dieser Spritze ziehe oder auf diese Spritze drücke, um zu sehen, ob das ganze System wirklich dicht ist. Ich habe das Gefühl, das System ist tatsächlich dicht. So, das ist ungefähr, nicht nur ungefähr, sondern wieder genau auf 100 Milliliter sich einpendelt. Diese Dichtigkeitsprüfung ist nicht sinnlos. Manchmal ist irgendwo an einer Stelle ein Drehwegehahn verstellt oder etwas nicht ganz dicht. Ich würde das jedes Mal vorweg wieder machen. So, und nun beginne ich mit dem Erhitzen des Katalysators. Stelle den Brenner zunächst auf volle Flammenstärke und werde jetzt schon mal ganz langsam die erste Portion des Gemisches hinüberdrücken. Wir sehen, dass die Temperatur allmählich steigt. Und vielleicht sehen Sie jetzt einen interessanten Effekt. Wenn ich das Gas von rechts nach links strömen lasse, dann passiert etwas anderes, als wenn ich es von links nach rechts strömen lasse. Beobachten Sie die Temperatur. Sie können sich ja Ihre Gedanken machen, was da wohl hinterstecken könnte. Also nochmal, von rechts nach links steigt die Temperatur. Ich könnte sagen, das liegt am Erhitzen. Von links nach rechts fällt sie, obwohl ich erhitze. So, jetzt sind wir in dem richtigen Temperaturbereich gelandet. Etwa bei 300 Grad soll die Reaktion ablaufen. Sollte es jetzt zu heiß werden, drehe ich die Brennerflamme einfach ein wenig weg. Wir liegen jetzt bei 360 oder 70 Grad Celsius. Und Sie haben vielleicht schon bemerkt, dass aus den 100 Millilitern des Gemisches nur noch gut 50 Milliliter übergeblieben sind. Und wir werden das so lange durchführen. So, jetzt muss ich noch mal sehen. Wir könnten jetzt noch mal ein bisschen Wärme gebrauchen. Also erhitze ich noch mal. Der Katalysator beginnt gleich zu glühen. Wir
wir werden gleich die 300 Grad Celsius sicher wieder erreichen. Da sind wir schon. Man soll natürlich nicht zu schnell überleiten. Schließlich muss der Katalysator auch Zeit genug haben, mit dem Gemisch zu reagieren. Jetzt gehe ich mal mit der Brennerflamme wieder weiter nach unten. Auch so kann ich einstellen, ungefähr die Temperatur, die ich gerne hätte. Na, 400 Grad sollten wir nicht unbedingt überschreiten. Dann habe ich nicht so richtig aufgepasst, den Brenner zu lange weggedreht. Also machen wir noch eine letzte Aktion des Erhitzens. Wir haben jetzt gut 30 Milliliter übrig. Und die sollen ruhig nochmal auf 300 Grad erwärmt werden. Also gehe ich nochmal. Man kann das über den Brenner ja ziemlich gut regeln. So, Sie sehen, wie er jetzt glüht. Und jetzt sind wir gleich wieder bei 300 Grad. Nun werde ich das Erhitzen abbrechen. Selbst wenn jetzt die Reaktion nicht komplett abgelaufen ist, vielleicht dauert das sonst auch im Video ein bisschen zu lange für Sie. So. Bei der hohen Temperatur ist natürlich das Volumen des Gases größer als bei Zimmertemperatur. Und deshalb lasse ich noch ein bisschen abkühlen. Das Vatesmo-Papier können Sie jetzt wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Ich kann Ihnen nachher mal eine Probe zeigen. Noch ein bisschen abkühlen.
jetzt ist, haben wir zwar noch 120 Grad, wir haben hier 28 Milliliter als Rest. Das wird sich noch ein bisschen reduzieren vom Volumen her. Ich zeige Ihnen jetzt nur kurz, wie ich nun an dieses Produktgemisch oder an das Produkt herankomme. Ich fülle nämlich jetzt in diese 20 Milliliter Spritze 20 Milliliter ab. Mach den Hahn wieder zu, da haben wir jetzt noch ein kleines Restvolumen für weitere Experimente. So. Und jetzt habe ich in diesen beiden Spritzen das Eduktgemisch und das Produktgemisch und habe die Möglichkeit, gleich die ganzen Analyseuntersuchungen damit zu machen.